Okay, Thomas hat ein neues Video mit dem Titel Impulsvideo für den Firngard Fanclub. Ich hab einen Fanclub. Fuck yeah, ich bin famous. Woo! So, während ich hier abdance, gucken wir uns doch mal Thomas ihm sein Video an. Woohoo, Drinks für alle! Hier ein kleines Impulsvideo für Firngard und seinen Fanclub. Nach deren Aussagen und Kommentaren hätte ich folgendes Krankheitsbild, der wie folgt aussieht. Nachdem wäre ich ein geisteskrank, künstlich, satanischer, mentalistischer, homosexueller, pädophiler. Vielleicht gibt es einen wissenschaftlichen, medizinischen Ausdruck dafür. Wenn ihr den findet, dann viel Spaß. Ansonsten. Alter Thomas, voll Laser, wie du abgehst. So mit der Zunge und so und den ganzen geilen Jump Cuts, ey. Und dann so voll schnell und so und dann voll Slow-Mo. Das war voll 300, Alter. So, aber meine Musik hört auf. Jetzt kann ich auch wieder normal sprechen und nicht, als wäre ich ein Vollidiot mit Hirnschaden. Thomas, ich werde nochmal versuchen zu entziffern, was im Namen aller Götter du da gebrabbelt hast und dann komme ich wieder. Ein geisteskrank, christlich, satanischer, mentalistischer, homosexueller, pädophiler. Okay, also die sieben Vorgaben, die Thomas uns gibt, wären geisteskrank, christlich, satanisch, fundamentalistisch, homosexuell, pädophil und homophob. Ich werde in meiner Funktion als Professor Dr. Dr. Schneeflöckchen diese einzelnen Punkte abarbeiten, gucken, ob sie zutreffend sind oder nicht. Und dann am Ende eine Hauptdiagnose stellen. Da der Begriff Geisteskrankheit sehr weit gefächert ist, muss ich hier ein paar Sachen eingrenzen. Solche Sachen wie Nekrophilie, Pyromanie oder Vampirismus können wir ausschließen. Zumindest habe ich dafür keine Anzeichen gesehen. Was ich allerdings beobachten konnte, oder was mein Fanclub in Anführungsstrichen beobachten konnte, wäre ein Realitätsverlust, eine Paranoia, Narzissmus, paranoide Selbsterhebung, schizophrene Neigungen, bewusste und/oder unbewusste Verdrängung, Egozentrik, manisches Verhalten und, wenn ich den medizinischen Hintergrund noch betrachte, auch noch wahrscheinlich Depressionen und Halluzinationen. Der Realitätsverlust würde durch das Wahrheitsempfinden von Thomas gestützt werden. Das heißt, sein Ich habe Recht, alle anderen haben nicht Recht und was alle anderen anbringen, ist meine Propaganda, wäre zum Beispiel ein solcher Realitätsverlust. Informationen werden nicht mehr hingenommen und überprüft. Man hat seine eigene kleine Realität und nach der muss alles funktionieren. Das passt auch sehr gut zum Narzissmus und der paranoiden Selbsterhebung. Die paranoide Selbsterhebung ist noch einen Tick anders als Narzissmus. Während man sich beim Narzissmus hauptsächlich auf sich selber und seine Empfindungswelt bezieht, alles muss so funktionieren, wie ich das will, sonst stimmt irgendwas nicht, ist man bei der paranoiden Selbsterhebung noch einen Schritt weiter. Hier setzt man sich selber nicht nur in das Zentrum seines Denkens, sondern man hebt sich über andere Menschen hinaus. Was zum Beispiel durch Aussagen von Thomas wie, Zitat, ich bin ein von Gott auserwählter Prediger, Zitat Ende, gestützt wird. Die Paranoia wird zum Beispiel dadurch gestützt, dass er jede Art von Meinungsäußerung gegen sich selber Propaganda ansieht. Dass er normale Diskussionen nicht zulässt, sondern gleich von einer Gehirnwäsche, von Gender Mainstream oder von Satanisten Illuminati ausgeht. Schizophrene Neigung, gut, Schizophrenie ist wieder ein sehr weites Feld. Das geht von Persönlichkeitsstörungen bis hin zu einer Veränderung der Wahrnehmung der Realität. Das passt im Grunde wieder mit zum Realitätsverlust. Ich nehme es auf diese Art und Weise wahr, also muss es auch so stimmen. Wenn es so nicht stimmt, dann bin nicht ich schuld, sondern mit der Welt stimmt irgendetwas nicht. Egozentrik können wir, glaube ich, auch wieder zu den Dingen davor mit einordnen. Ich mache Videos über dasselbe Thema und wundere mich dann, warum ich böse Nachrichten bekomme wie die letzten 20 Male. Dazu kommt natürlich, dass sich sein Kosmos häufig um ihn selber dreht. Und das manische Verhalten besteht zum Beispiel darin, dass Abläufe zwanghaft wiederholt werden müssen. Also Kanal aufbauen, Videos machen, von denen er eigentlich mittlerweile gemerkt haben muss. Egal wie wenig er aufpasst oder wie wenig es ihn interessiert, er muss gemerkt haben, wenn ich solche Videos hochlade, in denen ich sage, Homosexuelle sind böse oder Homosexualität ist böse, dann wird mein Kanal gesperrt.
aber trotzdem läuft es immer nach demselben Prinzip. Kanal aufbauen, Videos hochladen, von denen er weiß, dass sie geflaggt werden, Kanal löschen, beziehungsweise Kanal wird geschlossen, neuer Kanal auf. Das fällt unter manisches Verhalten. Depressionen und die eventuellen Halluzinationen beziehe ich auf den gesundheitlichen Hintergrund mit ein. Dazu komme ich aber in der Enddiagnose nochmal. Ich glaube daran, dass Thomas Christ ist, kann kein Zweifel bestehen. Das Satanisch ist wohl einem Witz geschuldet. Nachdem Thomas alle seine Videos gelöscht hat, habe ich im Geiste seines Harry Potter Videos den Kommentar geschrieben, ein satanischer Hexer hat die Kommentare verschwinden lassen, worauf es sich voll Gumpo nicht hat nehmen lassen zu antworten, nein, es war Thomas. Worauf ich scherzhaft erwidert habe, vielleicht ist Thomas ein satanischer Okkultistenhexer. Scheinbar hat Thomas diesen Witz entweder bewusst oder unbewusst nicht verstanden. Und ich glaube, das schreibe ich noch mit bei den Geisteskrankheiten dazu. Fehlendes Empathieverhalten. So, nachdem wir Satanismus ausschließen konnten, zum nächsten Punkt. Da Thomas Kreationist ist, kreationistische Videos verbreitet hat und die Grundlage seiner politischen Ansichten von der Bibel gegeben wird, gehe ich davon aus, dass es sicher ist zu sagen, dass Thomas ein Fundamentalist ist. Das muss nicht abwertend zu sehen sein, aber es ist halt sicher zu sagen, dass das Fundament für das Leben, das Thomas führt, nun mal seine Religion ist. Das heißt, diesen Punkt sehe ich soweit als belegt an. Die Theorie, dass Thomas homosexuell ist, kam auf, weil in vielen Fällen diejenigen, die am stärksten gegen die Gleichberechtigung von Homosexuellen oder der gleichgeschlechtlichen Ehe ankämpfen, häufig Homosexuelle sind, die sich vor ihren eigenen Trieben fürchten. Zudem hat Thomas noch Kommentare gegeben, wie zum Beispiel, ja, ich passe auf, dass ich nicht so viel Zeit mit meinen Kumpeln verbringe, weil ich habe Angst, schwul zu werden, weil ich glaube, wenn man viel Zeit mit Männern verbringt, kann das auch passieren. Das heißt, ja, die Theorie war nicht so abwegig. Aber dann kam Thomas und gab uns dieses Video. Ich hatte eine sexuelle Neigung zu Kindern entwickelt. Ich war pädophil. Um den ungefähren Inhalt des Videos wiederzugeben. Thomas war in einer Kirche tätig, hat dort viel mit Kindern gearbeitet und hat dann laut eigener Aussage eine sexuelle Neigung zu Kindern entwickelt und sich nach eigener Aussage durch die Bibel wieder geheilt. Nachdem wir jetzt über diese Information verfügen, gehe ich davon aus, dass Thomas weder homosexuell noch pädophil ist oder war oder sein wird. Ich gehe einfach davon aus, dass, was mir in einem Privatgespräch mit Thomas bestätigt wurde, er sehr spät sexuell aufgeklärt wurde, sehr wenig Ahnung von Sex hat und somit einfach durch Unerfahrenheit Sachen, die, ja, ich sag mal, aufgeklärte Männer als abtun können, bei ihm eine sehr große Reaktion erzwungen haben. Daher werde ich mal sowohl homosexuell als auch pädophil auf sexuelle Unerfahrenheit schieben und somit beide Punkte von der Liste streichen. Der letzte Punkt wäre die Homophobie. Eine Phobie bezeichnet im psychiatrischen Sinne eine übersteigerte und unrealistische Angst. Zum Beispiel jemand mit Pyrophobie, also Angst vor Feuer, wird so weit gehen, dass er selbst eventuelle Feuerquellen, wie zum Beispiel Ladegeräte von Handys oder Nachttischlampen, über Nacht ausschaltet, um auch ja keine Möglichkeit dazulassen, dass es ein Feuer gibt. Im Umgangssprachlichen wird eine Phobie allerdings auch als eine unrealistische und ungerechtfertigte krankhafte Ablehnung genommen. Zum Beispiel Antisemitismus wäre eine Form dieser Phobien. Es ist keine psychiatrische pathologische Angst, es ist aber eine ungerechtfertigte Ablehnung. Und das sehen wir bei Thomas. Wir sehen, wie er Homosexuellen bzw. der Homosexualität an sich Schuld am Verfall der Gesellschaft gibt, Schuld am Verfall der Moral gibt und wir kennen all die Videos, so ziemlich Schuld an allem außer dem schlechten Wetter. Das heißt, eine Homophobie werde ich mal als existent mit in die Liste reinnehmen. Nachdem wir das Unzureichende gestrichen haben, bleiben wir mit geisteskrank, christlich, fundamentalistisch und homophob zurück. Wenn ich jetzt alle Bausteine so zusammensetze, wie ich denke, dass sie zusammengehören, komme ich zu einem schlüssigen Bild. Thomas, wenn du dieses Video siehst,
dann möchte ich dich bitten, denke nicht, dass ich dir vor den Karren scheißen will oder dich beleidigen möchte. Das Einzige, was ich möchte, ist, bitte hör mir zu und bitte nimm mich ernst. Ich gehe davon aus, dass durch den gesundheitlichen Zustand von Thomas bzw. durch die Medikamentierung dieses Zustandes gewisse Schädigungen im Geist aufgetreten sind, die bei dieser Art der Krankheit nicht unüblich sind, durch die Thomas ein Gefühl der Unsicherheit hatte. Normalerweise treten dabei Dinge auf wie Depressionen, Halluzinationen, schizophrene Episoden, Paranoia, eben durch die Halluzinationen und die schizophrenen Episoden ein Realitätsverlust. Und ich gehe davon aus, dass in dieser Zeit Thomas zum Glauben gefunden hat. Thomas hat ja nicht bei irgendeiner Kirche angeklopft und ging da rein. Thomas ging zu den Baptisten, einer etwas stärkeren Trittrichtung des Christentums, um es mal freundlich auszudrücken. Und er hat da, wenn ich das mal so sagen darf, eine Art Sicherheit gefühlt. Und dadurch, dass er sich halt sicher gefühlt hat in dieser Religionsgemeinschaft und geborgen, hat er einen Anker gehabt, an den er sich binden konnte. Und aus Angst, diesen Anker wieder zu verlieren, hält er an diesem Christentum fest, an diesem Glauben, hält daran fanatisch fest. Und deshalb kann man auch 5-stündige Gespräche mit ihm führen, mit dem Endresultat, das klingt zwar alles ganz logisch, aber ich bleibe doch lieber bei der Bibel, weil eben das Loslösen von diesem Glauben, von diesem Anker, für Thomas wieder bedeuten würde, sich in die Ungewissheit zu ergeben. Mit dem Christentum, mit dem Baptismus, ergeben seine Symptome einen Sinn. Er ist nicht irgendein paranoider, verwirrter Junge, der keinen Sinn in seinem Leben hat. Er ist ein Auserwählter Gottes, wie er sich ja selber auch genannt hat. Es geht nicht darum, dass er nicht weiß, was los ist. Er weiß genau, was los ist. Der Rest der Welt ist einfach nur eine große, wilde Verschwörung, die alles, was er bewirken will, was er sagt, ins Gegenteil verkehren will. Nicht er ist das Problem, die Welt ist das Problem, zumindest aus seiner Sicht. Und Thomas, wenn du dieses Video siehst, ich bitte dich wirklich inständig, geh zu einem Arzt, lass dich untersuchen. Ich sage das nicht, um dich zu beleidigen, ich sage das nicht, um dich zu kränken. Ich möchte dich wirklich bitten, geh zu einem Arzt. Ich glaube wirklich, dass du medizinische Hilfe brauchst. So, nachdem ich auf dein Video geantwortet habe, wünsche ich euch allen noch einen schönen Tag und ich hoffe, dass du meinen Ratschlag befolgst, Thomas.